Willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy, jetzt mit dem zweiten Boss. Schafft! Nett. Okay, ich habe gesehen, was passiert ist und das will mir gar nicht gefallen. Ich gehe mal davon aus, das ist der Boss. Ah, ahaha. Hi. Ja, damit rechnet man natürlich. Und spring mal, mein Freund. Ah, ich sehe, wohin das führt. Man muss immer weiter nach hoch. Ja, genau, man muss nach hoch. Wow. So. Weiter geht's. Ah, ich muss hier nach links, sonst schaffe ich das nicht. Wow. Ach, da war ein Block in der Mitte. Ich habe den Block in der Mitte nicht gesehen. Wie blöd bin ich denn bitte? Okay, das war doof. Springen. Halt, wenn du meinst. Du dummes Vieh. Und lass es bitte nach oben scrollen. Dankeschön. Den zweiten Schlüssel. Boah. Diesmal weiß ich, dass da ein Block in der Mitte ist. Den habe ich echt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. So. Jetzt habe ich ein... Oh oh. Und war's das schon? Scheint ganz so. Blub. Okay. Oh oh. Oder auch nicht, oh oh. Au. Alles klar, ich habe das Gefühl, denn jetzt mir hat Meat Boy den aufgewischt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Welt 100% abgeschlossen. Zumindest laut der Übersicht, aber... Alles klar. Wie auch immer. Was mit dem los? Uns fehlt ja noch dieses Glitch-Level oder wie auch immer, was man es nennt. Was in der L1 auch war, dieses Goldene. Und deswegen werde ich jetzt den Part pausieren, bis ich es gefunden habe. Das heißt, bis ich eine Glitch-Bandage Girl in irgendeinem Level hatte und damit das auch freigeschaltet habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wie das so aussieht. Und wenn ich jetzt rangehe, dann passiert das. Die seltsame Meldung kommt oder was auch immer das sein soll. Und das Glitch-Level startet. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm wie das andere. Natürlich wird es so schlimm sein. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt drauf. Oh oh. Bleh. Wir haben ja Zeit dafür, ne? Wir haben gerade nur 5 Minuten oder so für den Bass gebraucht. Und da ist es auch schon. Dadam. Mal sehen, ob ich wieder einen 20-Minuten-Part damit füllen kann.
jetzt habe ich gar noch jetzt war es noch gar nicht der andere Part mit dem Glitch Level oben und ich kann deswegen noch gar nicht sagen, ob ich den hätte vorspulen sollen oder ob es ich den normalen lassen soll. Obwohl, das muss ich ja erst beim Rendern entscheiden, also von daher ist es egal. So. Okay. Bisher recht machbar. Ich hätte nichts sagen sollen. Wie krank ist das denn? Kann ich hier den Charakter wechseln? Charakterausweis deaktiviert. Alles klar. Ah ja. Nein. Okay, aber wenn da nicht mehr viel kommt, dann ist der Level machbar. Im Gegensatz zum ersten. Der war ja grässlich. Shit. Naja. So, so. Verdammt. Und Start. Drei Leben. Leben-Counter ist so unnötig hier. Man hätte ihn noch einfach weglassen können. So. Das geschafft. Ach, da war eine... Oh, ich habe nicht gesehen, dass die Wand tödlich war. Obwohl alles in dem Spiel ist tödlich. Was denke ich mir denn? So. So, so. Und hoch. Eigentlich kein Problem. Eigentlich muss man aber unterstreichen. Verdammt. Ja, ja, Game Over, toll. Bla, 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 bla. Schön. Start. Ging noch. Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ich musste etwas tiefer landen. Immerhin gibt es hier kein A+. Nein. Oh. Nein. Ich sag auch jetzt schon, was ich fürs erste Level gesagt habe. Man hätte es super gut in drei Level teilen können, mit denen man je drei Leben hat. Das würde auch viel mehr Sinn machen mit dem Leben her. Scheiße, das war allerdings einfach nur bescheuert. Das kann man so festhalten. Zack, zack. Bums, will er speng. Hoch sollen sie leben. Hoch soll es gehen. Dreimal. Hoch. Oh nee. Komm, kein Helikopter. Helikopter? Was soll? Warum Helikopter? Das sind keine Helikopter. Ach du Waschewi. I hate this game so much. I wonder if I can kill it. Yeah. Na, ich weiß selber nicht, was es soll. So. Alles klar. Das schaffe ich. Nie und nimmer. So. Jetzt ist die Frage, sterbe ich, wenn ich da zu weit hochfliege?
Nein, tue ich nicht. Alles klar. Das ist das Einzige, was ich wissen wollte. Okay, ich hasse diese Stelle. Ich hasse diese... verdammten Scheiß... Helikopter. Warum nenne ich schon wieder Helikopter? Es ist kein Helikopter. Es ist einfach nur Scheiße. So vielleicht. Nee, bestimmt nicht. Wenn ich hier springe vielleicht. Nein, auch nicht. Wenn ich jetzt springe und dann darunter. Ah ja, komm. Bitte. Dankeschön. Wie lange geht denn das noch, das Ende? Vielen lieben Dank. Errungenschaft. Und Stern, und mal kleiner, größer als, keine Ahnung. Auf jeden Fall geschafft. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Damit habe ich auch das abgeschlossen. Wir können noch in die Salzfabrik rein. Soll das irgendeine Anspielung sein? Bestimmt. Fällt aber gerade nicht ein, wovon. Die Fabrik. Was soll der Salzsteuer da in der Mitte? Pitstop. Bin gespannt. Ach, das Salz ist giftig. Natürlich, weil Salz und Fleisch ist nicht gut. Aber ich frage mich, warum man hier außen rum kann. Ist das eine Abkürzung oder das? Oh. Ich habe jetzt eben mit einer Abkürzung gerechnet. Aber das ist natürlich auch okay. So. Aha. Und Ziel. Ziel natürlich. Und ich muss es normal machen. Das war so. Genau. So habe ich nämlich das beendet. Und jetzt kann ich da durchrasen wie ein Bekloppter, der zu viel Alkohol getrunken hat. Ja. Gut. Das war gut. Das ist halt lick. Muss ich hoch oder runter? Das ist jetzt die Frage. Unten ist Bandage. Okay. Das ist gar nicht mal so schwer. Bisher, finde ich. Oder? Doch, es geht noch. Alles ist im grünen Bereich. Und Ziel. Keiner Plus natürlich. Ich darf es gleich nochmal machen. Oh, ja, genau. Scheiße. Obwohl, was habe ich eigentlich mit eben von Fleisch und Salz? Ist das wirklich schlimm für Fleisch? Ich glaube nicht, oder? Man würzt es doch schließlich auch mit Salz. Das war kein A+. Was war für A+? 8,30. Was habe ich gebraucht? Was habe ich gebraucht? 8,47, ist klar. Nicht mal eine halbe Sekunde zu viel, natürlich. So, jetzt aber. Und weiter geht's. Alles klar. Das ist näher rangezoomt als sonst, oder? Sieht zumindest sehr danach aus. So, und da ist der Schlüssel. Und dann zurück. Und Ziel. A+. Dankeschön. Oh, das war Glück. Oh, da ist... Was? Wie soll das gehen? Stirbt man da unten nicht? Doch, tut man. Wie soll das gehen? Töte mich. Ich mache jetzt mal A+ und hole es dann mit einem anderen Charakter, weil ich habe keine Ahnung, wie es mit dem hier gehen soll. Einfach durch. Und jetzt nach unten. Ach, fick dich doch, du Förderband. Ich förder dich nicht mehr. Oh, halt dich doch nicht fest, du scheiß Fleischklumpen.
Ey! So. Es geht schon ans Ziel, du Blöder! Ja, A+. Zurück zur Karte, bitte. So. Was mache ich denn? Ich drücke zweimal den falschen Knopf hintereinander. Ach so, das soll ein Salzstreuer sein. Jetzt sehe ich's. Davor. I see what you did there. So, wer eignet sich denn dafür? Der nicht. Jill Joseph. Wüsste ich wer sonst, der kann noch einen Doppelsprung. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wann er den macht. Wann macht den, Doppelsprung? Der kann einmal in der Luft springen, das weiß ich. Wieso hat er jetzt einen Doppelsprung gemacht? Ich verstehe es nicht. Ich will mich nicht beschweren, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich würde es gerne wissen. A+ sogar. Das waren jetzt schon 3 Verbände in 4 Leveln. Schlecht. Okay, 5. Level schaffen wir auch noch. Das ist eine Warp Zone. Die sieht doch wirklich jeder. Ach, da ist ein Schloss. Okay, wo ist der Schlüssel? Ah. Aha. Ist klar. Ihr kleinen Miesen. Und hoch. Ja, hier ist das Ziel. Ja, toll. Wo ist der Schlüssel? Moment. Ich möchte jetzt... Nein! So. Ist der Schlüssel da drin? Ich seh ihn nicht. Hä, wo ist der denn? Ist der hier unten irgendwo? Nee, es hat mich auch gewundert. Wo ist der? Wo ist der Schlüssel? Ich hab ehrlich keine Ahnung. Ich hole jetzt noch A+. Dann machen wir es im nächsten Part oder ich häng's noch dran, je nachdem wie lang der Part ist. Ich weiß es nämlich mal wieder nicht. Ja. Das war jetzt auch kein A+. Das war bei Weitem kein A+. Hallo, wie soll das gehen? Kommt man da hoch so? Nein. Moment, A+ muss ich jetzt noch holen. Hab Angst, dass der Part bald zu lang wird. Scheiße. Halt dich tiefer unfest, du. So, A+. Dann machen wir beim nächsten Mal die Warp-Sound. Es ist so kurz und ich häng's dran. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.